Hallo Stefanie, hallo Berit. Ihr habt heute beim Speedklettern mitgemacht und seid in euren Altersklassen beide aufs Podium gekommen. Du hast gewonnen, Stefanie, und du bist Zweite geworden, Berit. Wie hat es euch denn gefallen? Ist voll super da, die Location ist echt lässig und der Wettkampf ist voll super gewesen. Mir hat es auch total gut gefallen und es ist auch eine gute Stimmung und das Wettbewerb war auch total cool. Habt ihr denn schon öfter bei internationalen Wettkämpfen mitgemacht? Also ich bin jetzt schon das dritte Jahr im Europacup geschehen dabei, also seit Jugend B. Und im Speed läuft es heuer bei mir ganz super. Also bei mir ist das das erste Jahr, also international, und geht eigentlich auch ganz gut. Im August sind ja auch die Juniorenweltmeisterschaften in Sydney. Wie sieht es denn da bei euch aus? Fahrt ihr da auch hin? Ja, also ich habe mich im Vorstieg und im Speed qualifiziert und jetzt freue ich mich voll auf Sydney. Also ich freue mich auch schon voll auf Sydney, weil ich habe mir das eigentlich vorgenommen und auch geschafft. Was sind denn so eure nächsten Wettkämpfe noch vor Sydney? Also ich werde bei ein paar Speed-Weltcups starten in Chamonix und Val d'Orne. Ich hoffe natürlich, dass ich da bei der allgemeinen Klasse auch gut mithalten kann. Und bei dir, Berit? Also ich habe davor keinen Wettkampf mehr. Und was würdet ihr denn jungen Leuten sagen, so Kindern zwischen 5 und 10, die auch gern mal klettern möchten? Was würdet ihr denen empfehlen als Tipp? Sie sollen es einfach versuchen, es ist voll lässig und macht ihre Spaß. Ja, das Gleiche. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch noch ganz viel Glück für eure weiteren Wettbewerbe. Vielen Dank.